Wir sind zurück in der UPC Arena. Ein unglaubliches Gewitter geht über Graz nieder. Wir haben hier Bilder. So hat sich also jetzt in den Schlussminuten auch diese Arena hier in Graz präsentiert. Die Spieler sind mittlerweile ins Trockene geflüchtet, so auch wir. Wir sind auch hier und ich darf bereits den ersten Interviewpartner begrüßen. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg hier in die letzte Qualifikationsrunde, die sogenannte Champions League Playoff. Sie waren der Torschütze. Erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht den ganzen Verlauf des Spiels. Ja, also erste Halbzeit haben wir wenig Chancen zulassen, obwohl wir hätten einige auch selber schießen können. Wir haben sind über die Seiten ganz gut runtergekommen, aber leider hat der letzte Pass gefehlt. Zweite Halbzeit sind wir dann, glaube ich, ganz gut in Schwung gekommen. Gott sei Dank ist mir dann das Tor gelungen. Dann ist das Ganze ein bisschen unser Last von den Schultern geflogen. Und es war einfach perfekt und Gott sei Dank sind wir weiter. Da hat man dann gemerkt, da war die ganze Mannschaft schon befreiter nach ihrem Treffer. Den wollen wir uns ansehen. Den alles entscheidenden Treffer in der 68. Minute. Darf wirklich ein Kompliment aussprechen. Das war Marke Weltklasse. Ja, ich meine, wir haben ihn ganz gut mitgenommen. Hab dann ein bisschen auf Deutsch gesagt aufgerieben und ist dann reingerutscht und ich habe dann Gott sei Dank noch drüber geschubst beim Daumen vorbei und bin überglücklich, dass der reingegangen ist. Wie waren die ersten Reaktionen der Mannschaftskollegen? Was haben die gesagt? Ja, die waren natürlich überglücklich und großes Kompliment an die Mannschaft. Die haben dann wirklich nach dem Tor, glaube ich, einen sehr guten Fußball gespielt. Ich hoffe, das gibt uns jetzt Selbstvertrauen nach der öffentlichen Kritik und jetzt schauen wir nur mal nach vorne und hoffentlich die nächsten paar Spiele werden wir auch gewinnen. Danke vielmals, danke. Was sagt der Herbert zu diesem Prachttreffer? Ja, ein Weltklasse-Tor auf alle Fälle, denn wirklich sehr schön herausgespielt von beiden Stürmern. Erstens einmal der, mit seiner Bewegung her. Und Savic hat ihm dann auch den Ball im richtigen Moment gespielt, sodass er ihn im Tempo mitnehmen konnte und dann noch einmal angedeutet hat den Schuss. Das war letztlich das Entscheidende und dann mit dem linken Fuß der Lupfer über den Torhüter. Ja, ist Weltklasse. Also wenn das ein Messi schießt, dann ist 5 Tage in der Zeitung. Ich hoffe, bei ihm ist es zumindest 3 Tage in der Zeitung. Sie haben schon angesprochen, in der zweiten Spielhälfte sind die Pässe ein bisschen besser gekommen, sind die Flanken ein bisschen besser gekommen. Was war noch besser als in der ersten? Ja, man hat auch dann, ist auch ruhiger und besser hinten gestanden. Also sie haben dann auch wirklich verteidigt. Es sind dann zwar die eine oder andere Halbmöglichkeit entstanden, aber nicht mehr wirklich total gefährlich. Also das heißt, sie haben sich auf alle Fälle in der zweiten Halbzeit um einiges gesteigert. Wie viel muss man sich noch steigern, wenn man dann in der Europa League-Gruppe oder vielleicht sogar, was wir uns nach wie vor wünschen, in der Champions League-Gruppe spielen möchte? Naja gut, jetzt ist es einmal so, dass was, glaube ich, das Wichtigste ist, jetzt ist einmal der erste Sieg da und noch dazu ein wichtiger, der den Aufstieg bringt. Bis jetzt haben sie immer unentschieden gespielt oder eben in Kapfenberg verloren. Das nagt natürlich an einer Mannschaft. Jetzt ist ein Erfolgserlebnis da, jetzt wird auch die Mannschaft ruhiger und befreiter in den nächsten Spielen auftreten. Davon gehe ich aus. Wenn man die Champions League Gruppenphase erreicht, dann muss man auch sagen, da wird es übermächtige Gegner geben, da ist man Außenseiter, da kann man nicht jetzt verlangen, dass Sturm gewinnen muss, da können sie nur dann positiv abschneiden. Wir haben uns natürlich noch die ein oder andere Szene, jetzt ist gerade der Torhüter bei uns, Christian Grazer, herzlichen Glückwunsch. Danke. War aber doch ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, natürlich, wenn man das betrachtet, wenn man die erste Halbzeit nicht so einfach da, die zweite Halbzeit ist dann besser gegangen, aber ich denke, aufgrund der heutigen Leistung sind wir schon verdient aufgestiegen. Haben Sie zwischenzeitlich ja doch auch schon ziemlich gezittert, dass Sie gedacht haben, wer weiß, ob sich das noch ausgeht? Nein, da während dem Spiel bleibt keine Zeit zum Zittern, aber es ist natürlich, haben wir gesehen, dass das eine technisch gute Mannschaft ist, mit guten Einzelspielern. Wir haben uns in Tiflis sehr schwer getan. Heute ist es besser gegangen, auch wenn die erste Halbzeit noch nicht so alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es war besser als in den letzten Spielen. Ja, der Sieg war wichtig für Selbstvertrauen und dann schauen wir, was kommt. Was würden Sie sagen, was fehlt denn nachher, dass man dann wieder auch so in Form ist, wie gegen Ende der abgelaufenen Meisterschaft? Ja, Selbstvertrauen hat natürlich unter den letzten Spielen schon ein bisschen gelitten, aber ich sage, die Seite war eine gute Antwort dafür und wir müssen aus dem Sieg Kraft schöpfen. Es ist noch nicht alles eitel gewonnen, aber es war mein erster Schritt. Dennoch auch zuversichtlich Richtung Champions League Playoff? Naja, zuversichtlich. Wir haben die nächste Runde erreicht. Wir gehen jetzt dorthin. Aber wenn wir Außenseiter sind, wollen wir natürlich in die Gruppenphase kommen.
Es geht über zwei Spiele, da ist alles möglich und ja, wir hoffen, dass wir Österreich so gut wie möglich vertreten. Danke, nochmals herzliche Gratulation und Glückwunsch. Wollen wir natürlich auch dem Trainer aussprechen, Franco Foda, schon trockengelegt? Noch nicht, aber es, wenn man so ein Spiel dann gewinnt, ist das egal. Wie groß ist die Erleichterung bzw. wie groß war das Zittern, dass man dieses 1-0 jetzt dann auch über die Zeit bringt? Also ich glaube erstmal, unser Präsident wird sich sehr, sehr freuen, dass wir heute eine Runde weitergekommen sind. Ansonsten großes Lob an die Mannschaft, hat von der ersten Minute an immer nach vorne gespielt. Wir haben den Gegner immer wieder probiert, unter Druck zu setzen. Aber man hat gesehen, diese Mannschaft kann Fußball spielen. Sie waren immer brandgefährlich und bin natürlich froh, dass wir dieses Spiel 1-0 gewonnen haben. Aber ich hatte eigentlich schon in den letzten Tagen ein gutes Gefühl. Deswegen habe ich mich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass wir eine Runde weiterkommen. Weil die Mannschaft hat einen guten Eindruck im Training vermittelt. Und ich glaube auch heute im Spiel hat sie wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wenn man bedenkt, nochmal kurzfristig, musste ich nochmal wechseln. Sandro hat sich ja beim Aufwärmen verletzt. Dann Muratovic, der eher eigentlich Offensivspieler ist. Und, aber trotz allem, Mannschaft hat sehr, sehr gut gemacht. Was hat Ihr Sohn Sandro? Was für eine Verletzung? Er hat sich leider beim letzten Schuss eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen. Sie haben gesagt, der Präsident wird sich freuen. Ich nehme an, Sie meinen aufgrund der Einnahmen, oder? Ja, natürlich. War sehr, sehr wichtig für den gesamten Verein, dass wir heute eine Runde weitergekommen sind. Jetzt hat man gesagt, wenn man weiterkommt, wenn es diese Einnahmen gibt, dann gibt es auch Verstärkungen. Wo würden Sie sich eine Verstärkung wünschen? Haben Sie schon eine gewisse Person in Aussicht? Na schauen Sie, wir haben ja von Anfang an gewusst, dass wir noch den einen oder anderen Spieler benötigen würden. Aber wir haben halt finanzielle Rahmenbedingungen. Das war einfach nicht möglich. Wie wir dann Videoton überstanden hatten, konnten wir nochmal zwei Spieler nachverpflichten. Jetzt ist es natürlich so, dass mit Koch und auch Sandro zwei Mittelfeldspieler ausfallen. Also wir müssen auf jeden Fall in der zentralen Mittelfeldposition etwas machen. Und da werden wir, denke ich, auch in den nächsten ein, zwei Tagen zum Abschluss kommen. Das heißt, da hat der Mittelfeldspieler Priorität gegenüber einem Verteidiger? Ja, wir haben ja jetzt mit Milan Duric einen dazubekommen, hat ja heute seine Sache sehr, sehr gut gelöst. Aber man muss natürlich vielleicht auch auf dieser Position noch etwas machen. Und wir haben jetzt, natürlich sind wir froh, dass wir weitergekommen sind. Aber auf der anderen Seite gibt es noch 8 Spiele mehr. Ja, das heißt, bis zum Winter sind ungefähr mit Pokal 33 Spiele zu absolvieren. Das ist wie eine ganze Saison. Und da benötigt man doch den ein oder anderen Spieler noch mehr. Man steht jetzt zumindest einmal in der Europa League-Gruppe, ist aber nach wie vor nämlich schon an das Ziel die Champions League-Gruppe, oder? Ja, generell war eigentlich, dass wir die erste Runde überstehen wollten und jetzt haben wir es wieder geschafft. Für mich sensationell, dass wir jetzt wieder in der Europa League Gruppenphase auf jeden Fall schon mal dabei sind. Aber eins ist doch klar, wenn man jetzt nochmal im Playoff in 2 Spielen ist alles möglich und jetzt will man natürlich auch unbedingt in die Champions League Gruppenphase kommen. Also da würde ich lügen, wenn das nicht der Fall wäre. Ganz zum Abschluss noch die Frage, wo sehen Sie ungefähr Ihre Mannschaft? Wie viel Prozent des Potenzials hat sie zumindest heute jetzt einmal erreicht? Wir waren heute sicher, wir haben viel, viel besser nach vorne gespielt. Die Mannschaft war heute sehr bissig, sehr aggressiv gegen den Ball. Auch mit Ball haben wir gut kombiniert nach vorne. Wir haben uns gute Möglichkeiten erspielt. Aber wir sind noch lange nicht da, wo die Mannschaft eigentlich sein müsste. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr kurze Vorbereitung. Der ein oder andere Spieler hat nach wie vor Probleme. Wir mussten viel, viel wechseln in den letzten Wochen und die Automatismen stimmen noch nicht so. Aber ich bin der Überzeugung, dass das kommen wird. Das Problem ist, wir haben keine Pause. Wir haben jetzt Pokalspiel, dann wieder Länderspiel, einige beim Team, was natürlich schön ist für uns. Aber für die Spieler ist es natürlich eine hohe Belastung. Und Sie sind schon beschäftigt über mögliche Gegner jetzt dann in diesem Playoff? Nein. Ich bin jemand, der nimmt die Gegner so, wie sie kommen. Man kann es so und so nicht verändern. Wir haben jetzt 2 sehr gute Mannschaften ausgeschaltet. Und jetzt warten wir ab, was auf uns zukommt. Und wie gesagt, im Fußball in 2 Spielen ist alles möglich. Und wir haben ein ganz großes Ziel schon erreicht. Also nochmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir sind jetzt in den letzten 3 Jahren zum zweiten Mal in der Gruppenphase Europa League. Aber wir wollen natürlich bei den ganz Großen dabei sein und wenn man einmal die Chance hat, dann muss man sie probieren zu nutzen. Nochmals Gratulation, Dankeschön, Franco Foda. Ja, der Trainer ist mit Milan Dudic zufrieden gewesen. Wie hat Ihnen Bodol gefallen, als er reingekommen ist? Ja, er hat zwar 2 Riesenchancen gehabt. Schauen wir es uns gleich an, ja. Ja, die natürlich nicht leicht zu verwerten waren, aber mit ein bisschen ein Glück hätte er heute gleich bei seiner Einwechslung nach wenigen Sekunden ein Tor gemacht und dann einige Minuten später noch eins. Also ich glaube, zumindest für die kurze Einwechslung hat er da sehr viel getan. Jetzt in der nächsten Szene sehen wir, was auch alles rauskommen kann, wenn die Flanken gut kommen. In dem Fall von Wolf, dem er
in der ersten Hälfte nicht allzu viele Flanken gelungen sind, aber eigentlich sehr gut aufgeht. Ja, genau. Das war eben das Manko und das habe ich auch gemeint. In der ersten Halbzeit wäre da auch schon mehr drin gewesen, weil es hat sicher zwei, drei super Aktionen gegeben, die dann ganz einfach nicht präzise ausgespielt wurden. In der zweiten Halbzeit war das eben anders in vielen Phasen und deswegen hat Sturm auch wesentlich besser ausgesehen und auch klarere Torchancen gehabt. Also Sturm steht jetzt schon einmal in der allerletzten Qualifikationsphase. Morgen sind dann die anderen drei österreichischen Vereine dran. Salzburg, Ried und auch die Wiener Austria. Man kann das ganz einfach auf einen Nenner bringen. Alle drei Mannschaften wären weiter, wenn sie keinen Gegentreffer erhalten. Die beste Ausgangssituation des österreichischen Europa-League-Trios hat der SV Ried. Beim 2:0 Heimsieg gegen Brøndby beweisen die Oberösterreicher ihre Effizienz. Von einem möglichen Aufstieg möchte man noch nicht sprechen. Für mich gilt die Ausgangssituation 0-0. Für mich gilt, dass wir Halbzeit gespielt haben und noch lange nicht durch sind. Ried-Kapitän Oliver Glasner leidet im Spiel gegen Rapid einen Cut über dem rechten Auge und eine Gehirnerschütterung. Drei Tage danach hofft er auf einen Einsatz in Kopenhagen. Ich muss schauen, wie ich die Belastung dann einfach wegstecken kann, vor allem wie es mir bei den Kopfbällen geht. Und es hat nur dann einen Sinn, wenn ich hundertprozentig fit bin, weil ich denke doch, dass Brøndby morgen alles dran setzen wird, irgendwie doch noch aufzusteigen. Und dabei darf es einfach wirklich einen hundertprozentigen Einsatz und Engagement von jedem Einzelnen. Und nur wenn ich das gewährleisten kann, dann werde ich spielen. Auch die Salzburger müssen eine Auswärtsreise antreten und zwar nach Senica in die Slowakei. Jakob Janče ist rechtzeitig wieder fit geworden, dennoch ist die Liste der Ausfälle lang. Ricardo Muniz ist von der Qualität seines Kaders überzeugt. Jetzt sind wir mit 1-0 glücklich in Vorteil. Sie haben nichts zu verlieren. Wir müssen nicht zurücklaufen, weil dann hast du ein Problem. Wir müssen gleich durchgehen mit den letzten 40 Stunden, die wir hier gezeigt haben. Und da bin ich voll Vertrauen. Das 1:0 im Hinspiel durch Leonardo gegen eine tiefstehende slowakische Mannschaft gibt den Salzburgern zusätzlichen Auftrieb. Das wird sicher nicht so negativ oder defensiv sein, wie es war bei uns, weil sie müssen jetzt ein Tor machen. Das werden sie zwar auch lange probieren hinzuhalten, damit sie die Null halten hinten, aber irgendwann müssen sie kommen und das ist unsere Chance, um dann zuzuschlagen. Vielleicht schaffen wir das Tor sogar eher und wenn wir frühes Tor machen, dann wird es ein schönes Ergebnis. Austria Wien empfängt in der Generali Arena Olympia Ljubljana. Ein torloses Remis würde nach dem 1:1 in Slowenien bereits zum Aufstieg reichen. Darauf will sich Trainer Karl Daxbacher aber nicht verlassen. Ein 0:0 bis zum Schluss kann natürlich bedeuten, dass ein Tor passiert, egal aus einer Standard oder wie immer auch, und dann wären wir draußen. Also das sollte man nicht so anlegen und riskieren, dass wir mit 0:0 drüber kommen. Ob mit oder ohne Tore, abgerechnet wird nach dem Schlusspfiff. Wir zeigen Ihnen die Partie morgen von Salzburg und jene von Ried in einer Konferenzschaltung ab 18.50 Uhr und jene der Wiener Austria daheim dann gegen Olympia Laibach ab 20.50 Uhr. Herbert, Ihr Gefühl von den drei Mannschaften? Wer wird es schaffen? Kommen alle drei weiter? Ja, zuerst wünsche ich es mir, aber es kann auch durchaus passieren, das ist ganz klar. Die Austria muss sich steigern, das gilt ähnlich so wie, die waren auch nicht im ersten Spiel wirklich jetzt berauschend, aber haben ein gutes Resultat nach Hause gebracht. Also der Austria traue ich schon zu Hause zu, dass sie gewinnen. Ried ist sowieso sehr kompakt, hat zwei Tore Vorsprung und bei Salzburg, ja, okay, 1:0 ist nicht viel. Da muss man eben auf Auswärtstore hoffen, aber ich gehe davon aus, dass schon alle drei weiterkommen. Wäre natürlich eine Riesensache, wenn alle vier österreichischen Mannschaften die letzte Qualifikationsrunde dieses Playoff erreichen. Zum Abschluss machen wir noch ganz kurz einen Blick nach Kolumbien zur Unter-20-Weltmeisterschaft. Da steht in der Nacht von morgen auf übermorgen, von Donnerstag auf Freitag, das letzte Spiel für die österreichische Mannschaft auf dem Programm. Der Gegner Ägypten. Und eines ist klar, man muss gewinnen und das möglichst hoch. Wenn die Reise in Kolumbien nicht schon nach einer Turnierwoche zu Ende gehen soll, muss endlich das erste Tor gelingen. Nach der Rückkehr nach Cartagena wird dementsprechend eben das trainiert. Man weiß, Gegner Ägypten hat erst ein Tor kassiert und gutes Defensivverhalten. Das Runde muss ins Eckige. Da hilft nichts. Wir müssen einfach treffen, weil sonst können wir einfach nicht gewinnen. Und dann haben wir es auch nicht verdient, weiterzukommen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir endlich die Kugel ins Tor bringen. Der am Finger verletzte Tormann Radlinger schont sich im Hotel. Nicht geschont werden die Stimmbänder für die heute frisch gebackenen 20er Marco Meilinger und Philipp Petermann. Happy Birthday to you!
weiter sintflutartige Regenfälle hier in Graz in der UPC Arena. Unglaublich, was da niedergeht. Erinnert ein bisschen an 1999. Damals das Champions League-Spiel gegen Real Madrid musste aufgrund starken Regens um einen Tag verschoben werden. Das war's für heute, das war's vom Fußball. Abschließend noch zwei Meldungen. Zunächst einmal die Anhörung von Dinko Jukic wurde nach 10-stündigen Verhandlungsmarathon und Anhörungen abgebrochen und vertagt. Und vom Volleyball gibt es auch eine Erfolgsmeldung. Das Nationalteam gewann gegen Brasilien mit 3:1. Das Erfreulichste vom Tag aber, Sturm Graz gewinnt gegen Sestafoni mit 1:0 und ist damit im Champions League Playoff, steht damit zumindest einmal in der Europa League Gruppenphase. Morgen dann die anderen drei österreichischen Vereine bei uns zu sehen ab 18.50 Uhr live in ORF 1. Wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Abend und wie immer eine gute Nacht.